Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3Ride TV aus dem schönen sonnigen Vallelunga, zusammen mit Luca Lasser. Hello, nice to have you here again. Yeah, finally we are here. So I'm very happy to share the car with my friend Eric Cantal. And for sure to be always with Michu Motors. I not have a tattoo Michu Motors, but it's the same, you know. And thanks and welcome to Mirko Schultes. He's now in Germany, but I hope that he will be with us in Zolder for the next race meeting. Er freut sich, dass er endlich wieder fahren kann, auch weiterhin zusammen mit Michu Motors. Er hat zwar Michu Motors nicht auf seine Brust tätowiert, aber es fühlt sich für ihn so ein bisschen an. Er fühlt sich im Team total wohl und ja, er teilt sich diese Saison das Auto mit Eric Cantal, einem anderen Franzosen. Und ja, er hofft, dass Mirko Schultes beim nächsten Rennen auch wieder mit dabei sein wird. You've been training yesterday. How was it? Yeah, it was okay. I did my first. It was my first day with these new tires, you know, with the team, and to develop the car. So I think we did a good job. My pace was good with the old tires. So I think for tomorrow with the new tires, it will be a good day. So we cross the finger because it's very delicate, you know, to ride like that. And we are just a small team with two people, but who are well organized. And I think it will be possible to. Oh, I hope to be on the top for sure, on the top 10. It's important to score points at the first meeting, and the first two races, and we will see at the end of the year. It's a special year, so we need to be a little bit safe. And to seek in a general, in a global championship. Yes. Er ist gestern zum ersten Mal im Auto gesessen mit den neuen Reifen. Sie haben vorher noch nicht testen können. Das war für ihn jetzt auch eine spezielle Situation. Das kannte er so nicht. Aber er ist zufrieden damit, wie es gestern gelaufen ist. Die Pace hat soweit gestimmt und er hofft und erwartet, dass sie es schaffen, in die Top 5, Top 10 fahren zu können. Einfach weil es wichtig ist, in den ersten Rennen Punkte zu sammeln. Allein weil dieses Jahr sehr, sehr speziell ist. Man nicht weiß, wie lange es geht, ob es weitergeht. Und ja, Punkte sammeln ist erstmal für ihn das Wichtigste. Do you have problems with the heat? With the, sorry? With the heat. With the gigs? The heat, the weather. No problem. You know, it's in southwest in France, we have a lot of sun, you know. So it's, no, it's okay. No problem. The format is a little bit special here with a one day to Euro NASCAR 2 and a one day to NASCAR Pro. But for me, it's okay, no problem. Okay. I think, it's my point of view, but I think one day for one driver is better because it's the responsibility of each driver to save the car and to save the mechanic and to finish the race. Yeah. So for me, it's easier for team manager, it's easier for each driver, you know. And last year I have a lot of penalized race meetings, so I think in my point of view it's much better. Okay. Mit dem Wetter hier hat er keine Probleme, er kommt aus dem Südwesten von Frankreich, da ist er das gewohnt, deshalb das macht ihm nichts weiter aus. Er findet es schön, dass hier das Rennen so ein bisschen gesplittet ist, dass am Samstag die Elite 2 fährt, am Sonntag die Euro NASCAR Pro. So dass jeder Fahrer selbst für sein eigenes Auto verantwortlich ist und nicht der eine Fahrer unter dem anderen leiden muss, wenn er das Auto in einen Crash verwickelt hat. Er ist ein großer Fan von diesem System. Thank you for your time. And hope to see you again soon. Yeah, for the victory eventually. Yes. We cross, but thank you so much. Thank you.